So, was haben wir denn da? Wir haben eine Lexington, die hoffentlich die Shokaku direkt versenken wird. Ja, das wollen sie uns ändern, das Carrier Meta. Langfristig haben sie gesagt, warum auch immer. Sie finden das wohl scheiße, dass wenn die Carrier sich am Anfang gegenseitig versenken, quasi, dass dann ein Team keinen hat und dadurch einen extrem starken Nachteil hat. Muss ich sagen, finde ich ein bisschen lächerlich, weil, ja, wenn der Spieler halt nicht besser spielt, dann hat er halt Pech gehabt, ne? Und haben wir irgendwas diesmal drin? Russisches? Nö. Haben wir nicht. Vor allem frage ich mich, wie sie das ändern wollen. Also, Carriern noch mehr Anti-Air geben, insbesondere den Amerikanern, geht eigentlich fast nicht. Gefechtsstation. Ja, vielleicht kriegen sie halt echt dann den Anti-Air-Skill, das Schockfeuer. Du hast die Tarnung jetzt aber doch drin, oder? Ja, die habe ich jetzt noch drin. Na, scheiße, aber Supply wollte ich eigentlich rausnehmen. Gehen die nächsten 22.000 drauf. Na, ich habe ja 18 Millionen, es geht deswegen. Ich glaube, ich habe gestern Abend habe ich noch alle Auto-Supply rausgenommen bei mir, weil ich gelesen habe, dass die neuen Tarnungen kommen und ich mir die auf jeden Fall mal angucken wollte. Ich meine, aber sind natürlich halt noch vom letzten Mal drauf bei mir, ne? Ständig hier Tab drücken muss, um zu sehen, was für Schiffe der Gegner hat. Mods sind echt was Tolles. Die beiden Tirpitz könnten gefährlich werden. Ja, aber der Rest geht. Vor allem, wenn wir nur zwei North Carolinas haben. Okay, unsere Lexington spielt auf jeden Fall aus Strike Loadout. Also sie wird versuchen, die Shokaku rauszunehmen. Der zusammen mit einer Hypernamogami im Squad spielt. Bin detected, aber nicht Oh auf mein Flugzeug. Gott, und der spielt Air Cancer. Ja, unsere Lexington hat leider keine Chance. Die werden beide super nutzlos sein. Ja, ich bin auch detected, ich werfe mal so nah an. So, Hydro. Die Mogami beacht sich da und capt dabei. Hätte die Shukaku gefunden. Stimmt, da hinten, aber ich komme nicht ran, leider. Also ich komme zwar schon ran, aber ich Dito. komme nicht über den Berg drüber. Vielleicht drehe ich mich ja in eine echt unkomfortable Richtung, Ja, merke ich ich. weiß doch gar nicht, warum du dich in die Richtung gedreht hast. Guck mal, ob ich hier vielleicht irgendwie die Nürnberg kriege. Wollte er nicht in die Richtung drehen, wegen den eventuellen Torabs. Oh nice, man, er hat seine Tops durchgekriegt. Das ist viel wert oder kann viel wert sein, sagen wir so. Jo, die Schokaku hat gerade gefressen. Hast du anscheinend nur die Nürnberg. Gerade, warum auch immer, zweimal. Aber die schießt mit HE auf mich, obwohl ich ihm Breitseite zeige. Lass das, du Penner. Du triffst die Stelle, die ich nicht finde. Ich habe gar nicht drauf geschossen. Okay, nehmen wir das irgendwie anders. Hallo, nachladen bitte. Irgendwann heute noch. Die Shokaku brennt ab von denen. Geil, eines unserer Schiffe ist einmal mal straight in die Tops reingefahren. Ja, immer mal wieder gerne genommen, auf jeden Fall. Da kommt übrigens ein Top-Wall direkt hinter mir. Ja, ich sehe es. Ich drehe hinter der Amagi her, weil ich versuchen will, bei der zu chillen. Und bei der Warspite wegen Anti-Air und so. Weil die Shokaku ist zwar tot, ich weiß aber nicht, ob die noch letzte Drop-Commands gegeben hat auf irgendwen. Also noch ein Auto-Drop.
Könnte ich mir gut vorstellen. Hier sind echt nur Cruiser, oder? Also bisher ist kein Battle aufgekommen. Jetzt mal hier mit der Amagi auf jeden Fall mit. Unsere Mahan opfert sich da gerade ein bisschen dumm. Die könnte einfach weiter zu uns herfahren, dann wäre sie da voll safe und könnte einfach cappen. Ja, macht's jetzt auch, okay. Geht trotzdem dabei drauf. Wir fahren hier sogar so eine richtig schöne Line, wie das sein sollte, so eine Battle-Line. Eigentlich sollte ich wahrscheinlich vorne fahren als Cruiser, aber die Amagi ist leider fast genauso schnell wie ich. Kenn ich. Ich war nicht mal der Warspat davon. Wobei die ja auch fast wie die Kongo als Battlecruiser mal konzipiert war. Beziehungsweise ich fahre mal in die Mitte, weil ich befürchte nämlich, dass die Hipper jo reinfährt und versucht unsere Amagi zu holen, unsere Mahan zu holen. Die Mogami ist auf jeden Fall, die Hipper ist irgendwo ganz anders. Nein, nicht die Mogami. Versuche ich die ein bisschen die zu unterstützen. Ich jetzt mal zwischen unsere Amagi und die Mogami zu stellen. Dass ich im Zweifelsfall da Torp spotten kann für die. Ich habe schon 2 Fliegerkills. Ich brauche noch 18 dann für meine Daily Mission. Okay, die Hipper ist jetzt hinter dem Berg, die sehe ich nicht. Ja, das war unsere Mahan. Und du beschießt die Mogami oder wie? Mhm. Ich könnte ein leichtes Problem gerade bekommen. Unser Lexington kann jetzt halt beide Tirpitz rausnehmen. Müssen wir einfach nur überleben bis dahin. Ja, genau, mit seiner letzten Salve hat er mich auch nochmal angezündet. Sehr gut. Ich bin stolz auf dich und ihn. Ich kann dadurch jetzt Captain fahren, finde ich sehr nett von dir. Das gegnerische Team hat die Führung übernommen. Ich konzentriere mich mal auf die 61.000er Hirpitz. Auf wen? Auf die Tirpitz. Die Tirpitz. Das ist für ein neues Schiff, das kenne ich noch nicht. Jetzt dreht der Penner sich einfach. Könnte ich jetzt tatsächlich auch mal, Quatsch, die Tipps könnte ich jetzt tatsächlich auch mal beschießen. Ich weiß nur nicht, ob ich das mit AP oder HE tun sollte. Die zweite Tirpitz, wie steht die dann? Die eine fährt auf mich zu, die andere ist gerade zerstört worden. Ihre Geschütze? Nach Süden? Nach Süden. Ah, okay, dann fahre ich nicht hier lang. Aber eher Richtung unserer Battleships gedreht. Das ja, die sind aber direkt in der Mitte. Das Problem, dass die sich gleich drehen wird und dann mich angucken wird. Ich fahre mal HE ran für die. Ich bleibe in AP. Wenn die sich für dich reindreht, dann kann ich ihr schon seitdem die Superstructure. Ja, die hat sich jetzt auch so reingedreht, dass ich sie nicht torpen kann. Ich glaube, sie möchte jetzt ihre Gans gerade zu mir drehen. Ich habe sie in Brand gesetzt. Da kommen Drops. Ja. Nochmal 2 Feuer. Ja, ich schieß währenddessen auf sie die Kreuzer. Die Feuer gelöscht. Ich hasse sie dafür. Warum ist denn unsere Amagi bitte nach Norden gefahren? Weil sie es kann. Das ist so dämlich.
Ich brenne übrigens wie ein Weltmeister. Na komm, wir haben nochmal Drops. Ja. Ich versuche gerade mich da reinzudrehen, aber ich werde da wahrscheinlich einfach abbrennen vorher. Ich muss noch 8 Sekunden überleben. Eins. Repair. Die Penner. Okay, das könnte eigentlich ein ganz kaiserliches Spiel werden für mir. Jetzt nämlich hier noch den B-Cap und den C-Cap kriege. Oh, ich bin so ein Gott. Lol, die Atlanta hast du echt gezittert, ey. Ja, wir brauchen schon Aim-Hack. Ih, wer macht denn da North Carolina da hinten hin? Warum lebt die noch? Warum raff ich das nicht mit meiner nicht gemoddeten Anzeige hier? Das ist ja schrecklich. Weil ich bin gespottet von irgendwas. Jetzt nicht mehr. Glück gehabt. Oh, Tatsache, da ist ja noch eine. Ja, ich hab's überhaupt nicht gerafft, Mann, weil ich einfach die Anzeigen nicht raffe oben rechts da in der Ecke. Ich werde auf gar keinen Fall schießen hier. Dafür zu wenig HP. Ich werde jetzt einfach schön noch C-Cappen. Mhm. Und dann darf unser Team bitte einfach nur überleben. Unser Carrier geht halt drauf. Warum auch immer der nicht einfach hinter uns hergefahren ist, als er gesehen hat, dass wir da alles wegmachen. Die Mahan wird uns tatsächlich unsere Amagi versenken, wahrscheinlich. Das ist einfach die Krönung, was da hinten passiert. Nee. Nee. Secondary ist ihm zugeschlagen. Das ist... Okay, immerhin hat er den noch bekommen. Ich halte mich jetzt mit dem Flame noch zurück. Eigentlich würde ich unsere Amagi jetzt gerade flamen. Könntest du vielleicht Richtung A fahren? Okay. Also, ja, nee, kannst du mitkommen, aber da ist halt noch ein DD. Ich weiß nicht, ob unsere Battleships das geschissen kriegen, ne? Naja, keine Angst, ich dreh schon um. Ich nehme jetzt halt hier mal den Cap ein. Ich werde einfach versuchen, die Warspad zu unterstützen. Na, das wäre gut. Ich denke, eine Versenkung brauchen wir noch. Okay, aber die Atlanta müssen wir eigentlich ja so oder so kriegen. Ach, warum unsere North Carolina da runterfährt, ist halt echt nicht so schlau. Weil das sind ja echt wieder, keine Ahnung, 60 Punkte oder so, die wir da gleich verlieren werden durch die. Kann ich gar nicht gegen ankappen. Punkte, trotzdem. Ich würde das Spiel gerne gewinnen, ich habe 3 Caps geholt. Ja, ich auch, weil alles andere mir zu teuer kommt. Ja gut, du bist denn sonst pleite in 5 Spielen. Wobei, warst du nicht voll reich eigentlich? Ja, 18 Millionen, aber wenn ich ja, trotzdem immer Miesen mache? 18 Millionen, der feine Herr. Ist nicht genug, oder was? Niemals. Kannst dir fast eine Yamato von kaufen. Auch nur fast. Ey, unsere North Carolina kommt auch mal wieder. Ja, beziehungsweise unsere Amagi. Die immerhin 4 Kills gemacht hat. Aber dann kann ich eigentlich die North Carolina aufmachen, aber ich sehe sie nicht. Die macht dich nicht auf. Der Zerstörer macht dich auf von denen. Der ist an der anderen Seite der Map. Also der ist bei unserer North Carolina hinten irgendwo. Nein. Sache, der ist zurückgekehrt. Der muss bei dir sein. Das macht mir Angst, weil ich gleich in Reichweite von der North Cal bin. Ah, glaube ich nicht, weil unsere Warspad macht nämlich einen guten Job. Ja, das ist in Ordnung dann. Ja, warum auch mit der North Carolina ihr nicht einfach den Bug zudreht? Ich meine, die hat doch 2 Geschütze vorne, ohne und ist von vorne fast
unpennbar einfach auf dem Tier. Ja, er zeigt einfach Breitseite. Interessiert ihn nicht. Ich habe kein Problem damit, da schieße ich auch mit HP. Voll gut einfach, ey. Das juckt ihn einfach generell nicht, ja. Nein, genau jetzt lade ich nach, wo die Mutsuki aufgegangen ist. Sehr schönes Game. Ja, überhaupt nicht. Hallo? Ich habe alle Caps. Alle. Ja, hier. Mhm. Da. Gute Cap-XP. Da machst du nix. Unsere Lexington können wir mal loben. Jo. Dass er gegen die Kenza Shokaku trotzdem hier den Kill geholt hat. Das war echt nice gemacht von ihm. Ja, ich habe unterdurchschnittlich viel Schaden gemacht. Aber dank den Caps. Wie viel hast du gemacht? Ich habe irgendwas um die 40.000. Ja, ich habe 52.000 und... So, jetzt gucken wir mal hier Kohle. Also, meine automatische Reparatur hat 95.000 gekostet. Munition wurde aufgefüllt für 4.380. Ich habe Einnahmen, also es bleiben 142.000 über für mich. Ja, bei mir 143.000. Ja, guck. Geht doch. Ist ja dann nicht das Problem. Ohne Premium hätte ich auch noch Plus gemacht. Da wären es 61.000 gewesen. Der hätte die 80.000 gemacht. Aber die haben echt die Repair-Kosten hochgeschraubt. Und zwar gewaltig. Sehr schön.